Geehrte Geschwister, Allah Ta'ala fordert uns auf, wiederholt die Leute des Iman, dass sie Iman haben mögen. Im Sinne von, dass wir unseren Vertrag mit ihm stets erneuern und auffrischen. Der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, jaddidu imanakum. Ein Hadith, der mindestens Hasan ist, wenn nicht Sahih. Erfrischt, erneuert euren Iman. Warum? Der Iman, geehrte Geschwister, er ist dreierlei ausgesetzt. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Wahrlich, der Iman in euch, in eurem Innersten, er trägt sich aus. Er trägt sich aus, wie sich ein Gewand austrägt. Ja, wir kennen das alle, wir holen uns ein Hemd, das wird zu unserem Lieblingshemd, oder eine Hose, oder eine Jacke, einen Mantel. Und mit der Zeit spürt man, ja, ist nicht mehr derselbe Mantel, dieselbe Jacke, dieselbe Jeans. Auch wenn kein Fleck darauf gekommen ist, beziehungsweise keinen Schaden, aber nach ein, zwei Jahren sieht dasselbe Gewand, dasselbe Kleidungsstück eben anders aus. Es fühlt sich auch anders an. Und das passiert mit unserem Iman. Deshalb brauchen wir Erneuerung, Auffrischung unseres Imans. Auch sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الرِّيشَ تُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ بِفَلَا. Das Gleichnis des Herzens, und dieser Hadith ist ein Sahih-Hadith, unter anderem nach Al-Albani, Suyuti hat ihn als Hasan eingestuft, dass das Gleichnis des Herzens das einer Feder ist, welches vom Wind in einer Wüste herumgewirbelt wird. Ja. So ist unser Herz, wie eine Feder dem Wind in einer Wüste ausgesetzt. Und weiter sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ein Hadith, der auch mindestens Hasan ist, innal abda idha adhnaba dhanban kanat nuktatun sauda'u fi qalbi. Ja. Wahrlich, wenn der Diener eine Sünde begeht, dann hinterlässt dies einen schwarzen Punkt auf seinem Herzen. فَإِنْتَابَ مِنْهَا سُقِلَ قَلْبُهُ. Und wenn er bereut, ja, wir haben ja über die Reue gesprochen, ja, wir haben Iman an Allah Ta'ala und wir schämen uns für das, was wir getan haben und wir tun sehr viel Gutes, ja, und das ist die wahre Reue, wie Allah Ta'ala es beschrieben hat, dann wird das Herz wieder gereinigt. Das heißt, unser Iman ist dreierlei ausgesetzt. A, dass er sich austrägt, dass er nicht so frisch ist. Und B, vielen Veränderungen. Ja, wir sind sehr sprunghaft als Menschen. Und C, drittens, unsere Sünden. All dies, liebe Geschwister, beeinflusst unseren Iman. Und wir können und wir müssen, liebe Geschwister, stets unseren Iman überprüfen. Abu Darda war es gewesen, der gesagt hat, zum Verständnis des Muslims zählt, dass er stets seinen Iman kennt und weiß, ob er sich in einem Tief befindet oder weiß, dass er gerade am Steigen ist. Ja, das heißt, Abu Darda sagte, das gehört zum Verständnis des Muslims dazu, zum Fiqh. Ja, heutzutage begrenzt mir Fiqh auf die rituellen Handlungen beziehungsweise auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, aber dieser Begriff ist eigentlich ein großer Begriff und meint das Verständnis. Deswegen auch Imam Abu Hanifa, der Friede, der Allahs barmherzig sei, mit ihm über Al-Fiqh al-Akbar geschrieben hat. Ja, und das ist eine Aqida-Abhandlung. Eine Abhandlung über Aqida, das ist das größere Verständnis. Steigt unser Iman? Ist er gerade am Steigen? Oder befindet er sich gerade in einem Tief? Beziehungsweise sinkt er im schlimmsten Falle? Damit müssen wir uns immer, geehrte Geschwister,
auseinandersetzen. Wir müssen immer wissen, wo wir stehen, beziehungsweise in welcher Dynamik wir uns gerade befinden. Und da gibt es ein Diagnoseinstrument, nämlich dass man die folgende Aya praktiziert. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Damit eröffnet die Suratu Al-Anfal, die achte der Abfolge nach, mit der Feststellung, dass wahrlich die Mu'minin nur diejenigen sind, die, wenn Allah genannt wird, deren Herzen dabei erbeben. Ja, die Herzen, sie regen sich. Es ist nicht einfach nur so ein Wort, was man hört, sondern nein, Gefühle sind damit verbunden. Und die, wenn seine Zeichen verlesen werden, ja, vom Koran oder dem lebendigen Koran, nämlich dem Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was passiert dann? Zadatum imana. Das lässt sie an Iman steigen. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Und sie vertrauen auf ihren Herrn, auf Allah Ta'ala. Wenn man merkt, dass Gottvertrauen ist nicht stark oder die Beschäftigung mit dem Koran und der Sunna, sie mehrt nicht an Iman. Und wenn über Allah Ta'ala gesprochen wird und er erwähnt wird, ja, Straßensprache gesprochen und es juckt einen nicht, es bewegt einen nicht, es interessiert einen nicht. Ja. Dann, liebe Geschwister, dann weiß man, dass der Iman definitiv nicht am Steigen ist. Höchstwahrscheinlich sinkt er gerade. Weil zumindest dieses Warnzeichen sollte man haben. Immer, oh, subhanallah, das interessiert mich jetzt gerade gar nicht. Ja. Das bewegt mich nicht. Auch wenn man es nicht fühlt, sollte dann eine Alarmglocke angehen. Ja. Wenn man beispielsweise sich verletzt hat, ganz schlimm, und aufgrund eines Schockzustandes oder aufgrund dessen, dass die Nerven meinetwegen abgetötet sind, man spürt keinen Schmerz, dann werdet ihr trotzdem euch erschrecken und sagen, Subhanallah, das ist so übel, dass ich noch nicht mal Schmerz verspüre. Aber ich sehe, dass etwas nicht stimmt. Und dieser Schockzustand, dieser Schock, der führt dann dazu, dass man sich um die Heilung kümmert. Weswegen wir heute, liebe Geschwister, über unseren Iman sprechen wollen. Wodurch kann unser Iman geprüft werden? Ich möchte über zwei Dinge sprechen. Zum einen über Prüfungen des Schicksals. Sprachlich spricht man manchmal von Schicksalsschlägen. Schicksalsschlägen. Und dazu muss der Muslim wissen, dass es vier Kategorien des Schicksals gibt. Passt gut auf. Das gehört zum Grundverständnis eines jeden Muslims dazu. Vier Kategorien vom Schicksal. Es gibt zwei Sorten vom guten Schicksal und zwei Sorten, mit der linken Hand wiedergegeben, ja, vom schlechten Schicksal. Die erste Sorte vom guten Schicksal, geehrte Geschwister, ist das gute Schicksal, was angenehm ist, was süß ist. Ja? Al-Qadaru, Al-Khayru, Al-Hilu. Lecker. Alle von uns, liebe Geschwister, ja, genießen die irdischen Gaben. Alhamdulillah, wir sagen, oh Alhamdulillah, was ein leckeres Schicksal, was ein gutes und leckeres Schicksal. Warum ist es gut? Oder wodurch wird es gut? Erst durch unseren Dank. Wie der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, dass alle Angelegenheiten gut für den Mu'min sind. Und dies gilt nur für den Mu'min, wenn er etwas Gutes, wenn ihm etwas Angenehmes widerfährt, so ist Allah Ta'ala dafür dankbar. Wenn ihm etwas Schlechtes widerfährt, also Bitteres, dann ist er geduldig. Und so ist alles gut für ihn. Jetzt habt ihr schon die zweite Kategorie vom guten Schicksal herausgehört. Nämlich, ja, Al-Qadaru, Al-Khayru, Al-Murru. Ja, manchmal fallen wir auf die Nase. Wir müssen auf die Nase fallen. Wenn wir nicht 5 Mal am Tag beten, dann warten wir eigentlich drauf, auf die Nase fallen zu dürfen, damit wir uns danach wieder aufrichten. Weil vorher sind wir nicht gerade durchs Leben gegangen. Ja. Manches Schicksal, geehrte Geschwister, manche Krankheit führt uns dazu, dass wir die Gesundheit schätzen. Mancher Unfall führt dazu, dass wir unserem Leben wirklich eine Bedeutung geben. Ja. Wäre
Yusuf Islam damals nicht am Ertrinken gewesen, dann wäre Cat Stevens geblieben. Oder wäre Cat Stevens damals nicht am Ertrinken gewesen, dann wäre niemals Yusuf Islam geworden. Ja. Und dann, liebe Geschwister, gibt es zwei Sorten vom schlechten Schicksal. Nämlich, und das kann sehr stark täuschen, das schlechte, aber süße Schicksal. Im irdischen Sinne, bis zu seinem Untergang hat der Pharao ein ziemlich süßes, aber dennoch schlechtes Schicksal gehabt. Er war gesund und hatte Macht gehabt und hatte finanzielle Möglichkeiten gehabt. Und ja, in dem Rahmen, in dem Allah Ta'ala ihm dies gestattet hat, konnte er seinen Willen umsetzen. Aber letztendlich, liebe Geschwister, ja, war es ein schlechtes Schicksal. Ayub alayhi as-salam. Ja. All die bitteren Jahre, ja, sie waren bitter, aber sie waren gut. Ja, die Krankheit und dass sich Familienmitglieder von ihm abgewandt haben und Freunde abgewandt haben und die gesamte Gesellschaft sich von ihm abgewandt hat und ja, subhanallah, kein Vermögen und ja, das war bitter. Definitiv bitter. Von der bittersten Sorte. Aber dennoch war es gut gewesen. Das heißt, liebe Geschwister, lasst uns, um unseren Iman zu schützen, unsere Schicksalsprüfungen, ja, auch unsere Schicksalsschläge stets richtig einordnen. So, ja, das tut gerade weh. Ja, jetzt muss ich gerade geduldig sein. Jetzt muss ich gerade geduldig sein und dann ist es gut für mich. Für irgendetwas wird es gut gewesen sein. Manchmal versteht man das erst Jahre später. Ja, viele ältere Menschen, ja, kommen ja, durch Allah Ta'alas Gnade, nicht durch das Alter, oft zur Weisheit und sagen, ja, dass mir damals dieses und jenes passiert ist. Es war gut für mich gewesen. Damals habe ich das nicht so gesehen. Damals habe ich mich gefragt, warum. Damals habe ich sogar Gott gefragt, warum. Aber jetzt weiß ich. Ja. Ergeben wir uns diesem Schicksal, was uns prüft, was uns manchmal schlägt. Aber wir sollen stets wissen, dass für den Mu'min alles gut ist, geehrte Geschwister. Wir sollen uns auch nicht von dem süßen Schicksal anderer, die auf dem schlechten Weg sich befinden, uns täuschen lassen. Ja, das darf uns niemals täuschen. Subhanallah, ich hatte vor einiger Zeit mal eine Khutba über die Sakina gehalten und erst letztens bin ich diese Ayat nochmal durchgegangen. 6-mal kommt As-Sakina, die gottgegebene innere Ruhe im Koran vor, 3-mal in Suratu Al-Fath, der 48. der Abfolge nach. Und ich habe bemerkt, dass im weiteren Verlauf, also spätestens eine Aya weiter, entweder, und das ist 4-mal der Fall, von Soldaten gesprochen wird, oder, und das ist 2-mal der Fall, von einem Sieg gesprochen wird. Das heißt, As-Sakina, die herabkommt von Allah Ta'ala, ja, die uns beruhigt, die uns stärkt, Vitamine, Mineralien für die Seele, Lebensmittel, das kriegen wir dann, liebe Geschwister, von Allah Ta'ala geschenkt, wenn wir geprüft sind. Wir können nicht meinen, dass wir nicht geprüft werden und dass wir hier alles angenehm werden haben. Dann werden wir die Dunya und die Akhira nicht verstanden haben. Und wofür das Paradies, geehrte Geschwister? Wofür das irdische Leben? Diese Fragen können wir dann beantworten, wenn wir, wie gesagt, die 4 Kategorien des Schicksals stets im Blick haben und wo wir uns gerade jeweils in einzelnen Lebensbereichen befinden. Ja, und wie sich unser Iman verhält, wie sich unser Iman gerade verhält. Liebe Geschwister, in der heutigen Zeit wird der Iman geprüft von einigen Menschen sehr, sehr bewusst, ja, durch Streuung von Zweifeln in Bezug auf den Islam. Durch Streuung von Zweifeln in Bezug auf den Islam. Ja, wie kann das sein? Das sind doch Fabeln, das sind doch Legenden, das sind doch Geschichten von den Älteren. Das sind Illusionen, ja, damit, dass es Religion ist, Opium fürs Volk, ja, aber in Wirklichkeit ist es umgekehrt. Ja, nicht die Religion ist Opium fürs Volk, sondern Opium ist Religion fürs Volk. Wir sehen, dass Opium der heutigen Zeit, ja, in der Zeit des Hedonismus, zur Religion der Völker geworden ist. Und nicht, dass Religion Opium
fürs Volk ist. Manche Religion kann missbraucht werden. Auch der Islam kann missbraucht werden. Sicherlich. Aber Allah Ta'ala hat über die Zunge des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam eine Garantie gegeben, dass Haq stets offenkundig sein wird. Ja? Für diejenigen, deren Herzen lauter rein genug sind, um diese sehen zu können. Ja? Islam und Wissenschaft und die Religion und Wissenschaft und es werden diese Gegensätze konstruiert. Wir Muslime, wir haben nie eine Schwierigkeit mit Wissenschaft gehabt. Die Muslime, die haben, subhanallah, die Bücher, die sie gefunden haben, als sich der Islam ausgeweitet hat, die haben sie inhaliert und haben bessere Luft zurückgegeben. Sie haben diese Bücher inhaliert und haben sogar eine bessere Luft noch zurückgegeben, als das, was sie aufgenommen haben, haben es weiterentwickelt, haben es korrigiert. Ja? Wir haben ja eine Schwierigkeit mit Wissenschaft gehabt. Und wir sagen Wissen in Bezug auf die Schöpfung Allah Ta'ala, es wird uns immer näher Allah Ta'ala gegenüber bringen. Wird uns Allah Ta'ala immer näher bringen. Warum? Allah Ta'ala hat zwei Sorten von Zeichen. Ja? Die herabgesandten Zeichen, im Koran, das, was der Prophet uns zusammen auch lebendig vorgelebt hat, und die Zeichen seines Werkes. Ja, man spricht in der Kunst davon, dass ein Künstler sich durch sein Werk zeigt. Ein Künstler zeigt sich durch sein Werk. Und wenn wir, subhanallah, das Werk Allah Ta'alas betrachten, das, was wir betrachten können, wir können so einen ganz kleinen Punkt betrachten. Weil der Prophet auch sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass der erste Himmel im Vergleich zum zweiten Himmel so groß ist wie ein Ring, der in der Wüste verloren gegangen ist. Und das bezieht sich auf alle weiteren Himmel, ja, und den jeweils kleineren zum nächstgrößeren so. Ja, und dann kommt auch der Thron Allah Ta'alas nach dem siebten Himmel. Und der siebte Himmel wird im Koran damit beschrieben, dass er mit den Sternen geschmückt ist. Mit den Sternen geschmückt. Und viele von den Sternen, die wir jetzt sehen, die eigentliche Masse existiert nicht mehr. Aber das Licht erreicht uns immer noch. Ja, ein Stern ist einerseits eine materielle Realität, andererseits aber auch das Licht, was er entsendet. Und manchmal gibt es nicht mehr die Realität. Wie jemand, der einen Ball wirft, einen Herzinfarkt hat und stirbt, aber der Ball befindet sich immer noch in Bewegung. Und so ist das Licht, ja, der Sterne immer noch in Bewegung, auch wenn viele von ihnen bereits längst verglüht sind. Ja, und selbst dieses kleine Mini-Universum bereitet uns große Rätsel, wie wir gleich spüren werden. Allah Ta'ala eröffnet die Suratu Al-Baqarah mit einem Rätsel, Alif Lam Mim. Ja, diese Buchstaben bleiben ein Rätsel. Das ist das, was überliefert wird von den Salaf. Auch wenn einige mit anderen Antworten gekommen sind, stets bleiben sie ein Rätsel. Ya dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Das ist das Buch, kein Zweifel daran. Ja, das Buch Allah Ta'alas. Hudal lil muttaqin. Eine Rechtleitung für diejenigen, die Taqwa haben. Und was ist dann die erste Eigenschaft derjenigen? Die erstgenannte Eigenschaft der Muttaqun. Alladina yu'minuna bil ghaib. Diejenigen, die Iman haben an das Verborgene. Wir haben Iman an das Verborgene, aber das Verborgene bleibt auch verborgen. Die Wissenschaft kann sich nicht mit dem Verborgenen auseinandersetzen. Das bleibt stets verborgen. Und Allah Ta'ala ist zu allen Dingen mächtig. Er vermag alles. Warum zweifeln wir, nachdem wir bereits all diese wundervollen Zeichen im Universum sehen konnten? Und sie faszinieren uns. Wir sehen die Vielfalt Allah Ta'alas. Wir sehen die erschaffene Vielfalt Allah Ta'alas, die auf seine Macht hindeutet, die aber auch auf seine Liebe hindeutet. Wenn wir eine Aufgabe haben, ja, 10-mal dieses oder jenes zu machen, wir automatisieren und rationalisieren, dann haben wir am Ende 10-mal dasselbe gemacht. Allah Ta'ala, wie viele Milliarden Menschen hat er bereits erschaffen und wie viele werden noch folgen? Allah weiß es. Und jeder Mensch ist einzigartig, subhanallah. Warum? Seine Schöpfung geht mit Liebe einher, nicht nur mit Macht. Subhanallah. Das ist Allah Ta'ala. Wer Iman an das Verborgene hat, wer soll ihn verunsichern? Wie soll er verunsichert werden? Wer Iman an die Allmacht Allah Ta'alas hat,
Wer sollte verunsichert werden? Wer Iman hat an das Wissen Allah Ta'alas und dass er alles weiß, dass Blätter herabfallen, wie Allah Ta'ala im Koran erwähnt, dass er einfach alles weiß. Wer kann zweifeln? Wer kann zweifeln? Als der Prophet Muhammad in einem Teil der Nacht von Mekka nach Jerusalem gebracht wurde und von dort die Himmelsreise unternahm und wieder zurückgebracht wurde und er davon berichtet hat, wie er beschrieb Jerusalem und er beschrieb Karawanen und er beschrieb, wo Tiere verloren gegangen sind und Einzelheiten. Ja. Viele in Mekka haben das als Anlass genommen, sich über ihn lustig zu machen und sich über die Mu'minin lustig zu machen. Sie sagt, ja, jetzt ist er total durchgedreht, sinngemäß gesprochen. Jetzt behauptet er, dass er in einem Teil der Nacht nach Jerusalem und dann ja, in die Himmel und dann wieder zurück und ja, subhanallah. Und als Abu Bakr angesprochen wurde, ja, sagte Abu Bakr, ich glaube alles, was er sagt. Wenn er das gesagt hat, dann glaube ich daran. Ja? Also wenn er es gesagt hat, dann glaube ich daran. Und es hat sich herausgestellt, er hat es gesagt. Und er sagt, ich habe damit kein Problem. Ich glaube an alles, was er sagt. Ich glaube sogar noch an mehr. Im Sinne von, ich habe Iman daran, dass Allah Ta'ala diesem Mann Mitteilungen gibt, ihn zum Propheten erweckt hat. Warum soll ich nicht glauben, dass er von Mekka nach Jerusalem gebracht worden ist? Also das im Sinne von mehr. Nicht mehr anderes, als was der Prophet gebracht hat, zusammen sein, sondern im Sinne von höheres als das. Ja? Und dennoch sehen wir, dass wenn man ja, die YouTube-Landschaft und einige Veröffentlichungen und Vortragsthemen betrachtet, dass die Umma gerade herausgefordert ist, ja? Weil von außen, von innen, halb von außen, halb von innen, ja, Zweifel gestreut werden. Ja, Allah Ta'ala sagt dieses und jenes in Bezug auf das Universum, aber die Relativitätstheorie sagt etwas anderes und die Newton'sche Gravitationstheorie sagt wiederum dieses und jenes und ja, dann, Bruder, was ist los mit dir? Ja, chill, beruhig dich. Die Wissenschaft wird sich niemals in einem Konflikt mit Al-Wahi befinden, mit der Herabsendung Allah Ta'alas. Das eine ist die Schöpfung Allah Ta'alas, ja, nämlich die Schöpfung. Und das andere ist das unerschaffene Wort Allah Ta'alas. Beides kommt von ihm und beides wird sich niemals widersprechen. Beides wird sich niemals widersprechen. Verzeiht, ich wollte hier vorlesen aus Eine kurze Geschichte der Zeit von Stephen Hawking. Besonders die ersten beiden Kapitel und das letzte sind sehr interessant für uns. Heute beschreibt die Physik das Universum anhand zweier grundlegender Teiltheorien, der allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantenmechanik. Leider sind diese beiden Theorien nicht miteinander in Einklang zu bringen. Jede physikalische Theorie ist insofern vorläufig, als sie nur eine Hypothese darstellt. Ja. Wissenschaft, geehrte Geschwister, das ist hartes Brot. Das ist ganz, ganz harte Arbeit. Ja. Man hat zwei Theorien. Jede an und für sich ist durchaus schlüssig. Aber dann widersprechen sie sich. Und dann bleibt aber unabhängig davon jede Theorie erstmal eine Hypothese und die Hypothese muss bewiesen werden. Und manche Hypothesen vermag man nicht zu beweisen. Und es gibt Menschen, die befinden sich in einem Konflikt und sagen, ja, die Wissenschaft muss, also das, was Menschen hervorbringen, muss im Einklang sein mit der Religion. Aber die Menschen können sich irren. Ja? Die Menschen können sich irren.
Ah, da habe ich den. Habe ich hier den richtigen? Ich möchte mit dem Schlusswort von ihm abschließen. Wenn wir jedoch eine vollständige Theorie entdecken, dürfte sie nach einer gewissen Zeit in ihren Grundzügen für jedermann verständlich sein, nicht nur für eine Handvoll Spezialisten. Dann werden wir uns alle, ja, und das ist sein Weltbild, was Hawking hatte, Philosophen, Naturwissenschaftler und Laien, mit der Frage auseinandersetzen können, warum es uns und das Universum gibt. Das heißt, selbst wenn wir das alles haben klären können, wenn dies möglich sein sollte, und ich glaube nicht, dass das möglich sein ist, möglich ist, dass man die Schöpfung Allah Ta'alas vollständig versteht. Weil das ein bleibendes Zeichen von Allah Ta'ala sein wird und die Geisteskraft auch erzieht. Ja? Es ist kein lösbares Rätsel. Allah Ta'ala wird immer weitere Felder der Forschung bereitstellen, weil es auch den Menschen befriedigt, stets in der Forschung bleiben zu können. Ansonsten ist es ja langweilig. Wer von uns kennt nicht dieses eine Computerspiel, was wir gespielt haben und jetzt würden wir es nie wieder spielen? Warum ist es langweilig geworden? Wir haben es schon durchgespielt. Ja? Keiner von uns spielt diese kleinen Kinderspiele mehr, außer mit Kindern und die Freude ist, mit den Kindern spielen zu können. Aber das Spiel an sich, niemand interessiert es mehr. Aber Allah Ta'ala will die Bindung zu den Menschen haben durch die Faszination in Bezug auf seine Schöpfung. Durch die Faszination in Bezug auf die Forschung, die Erforschung seiner Worte. Wenn wir die Antwort auf diese Frage fänden, da klingt auch Kritik durch, wäre das der endgültige Triumph der menschlichen Vernunft. Denn dann würden wir Gottes Plan kennen. Wie traurig, subhanallah. Sein Weltbild bestand nur aus Philosophen, aus Naturwissenschaftlern und aus Laien. Er hat sich mit den Propheten nicht auseinandergesetzt. Die uns das bieten, Gottes Plan kennenzulernen und ihn zu leben und dies genießen zu dürfen. Lass uns an dieser Stelle um Vergebung bitten, er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Geehrte Geschwister, Allah Ta'ala erinnert uns am Anfang der dritten Sura der Abfolge nach, dass seine Hinabsendung, der Koran, ja, und die Sunna vom Propheten Mohammed, damit untrennbar verbunden, in zwei Kategorien einteilbar ist. Allah Ta'ala sagt, وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إن الله لا يخلف الميعاد. Er ist derjenige, der dir die Schrift herabgesandt hat, in der eindeutige Ayat sind, die das Elementare der Schrift ausmachen,
und andere mehrdeutige Ayat hinsichtlich derjenigen, in deren Herzen Falschheit ist. Ja, was ist mit denen? So folgen sie dem, was darin mehrdeutig ist, in Bestrebung nach Fitna, ja, nach Versuchung und Diskussion und Kontroverse und in Bestrebung nach irriger Auslegung. Jedoch ihre genaue Auslegung kennt nur Allah und die im Wissen fest verankerten, sie sagen, wir haben den Iman daran verinnerlicht, alles ist von unserem Herrn, doch nicht erinnern lassen sich außer diejenigen mit Verstand. Ja. Manche wollen durch irgendwelche Zweifelsfragen oder sie sehen darin einen Widerspruch, wie gesagt, Zweifel am Islam insgesamt streuen. Aber es wird niemals, geehrte Geschwister, in einem sicher überlieferten Text aus der Sunna oder aus einer Aya des Koran heraus, sich einen Widerspruch ergeben zu dem, was Menschen sicher werden erarbeitet haben durch wissenschaftliche Forschung. Und das, was mehrdeutig in der Religion ist, geehrte Geschwister, das ist ein Bereich, der ist sowieso Gelehrten vorbehalten. Ja? Und manchmal folgen wir Clowns und irgendwelchen unqualifizierten Menschen in Bezug auf solche mehrdeutigen Angelegenheiten, weswegen ich nur kurz vorlesen möchte, welche Qualifikation der Mufti alles haben muss, um Fatwa zu geben. Zum einen muss er den Koran auswendig beherrschen. Ja? Es gab nie einen Mufti in der islamischen Geschichte, geehrte Geschwister, der nicht den Koran auswendig hatte. Aber der Theorie halber haben einige gesagt, mindestens 500 Ayat, ja, also bestimmte Ayat, müsste der Mufti kennen. Aber es war nur der Theorie halber gesagt, weil jeder Mufti stets, also der über die Religion sprach und Gutachten gab, den Koran auswendig hatte. Und dasselbe bezieht sich auf die Kenntnis der Sunna. Mindestens 3000 Hadithe. Ja? Und dass man die arabische Sprache beherrscht. Wir reden jetzt nicht von 300 Millionen Arabern, ja? Weil nicht alle 100 Millionen Deutschsprachigen, Pi mal Daumen, zählt's bitte zusammen, Österreich, Schweiz und Deutschland zusammengezählt, ich schätze jetzt einfach mal grob, nicht alle 100 Millionen Deutschsprachigen sind auch Germanisten. Ja, das heißt, die müssen Arabisten sein. Ja? Kenntnis in Bezug auf das, worüber die Gelehrten sich einig sind. Kenntnis über das, worüber die Gelehrten unterschiedliche Auffassungen hatten. Ja? Kenntnis der betreffenden Situation, wenn es eine situationsgebundene Angelegenheit ist, die geklärt werden muss. Ja? Die Zielsetzungen der Scharia, al-Maqasid, ja, die Konsequenzen der Entscheidungen müssen bekannt sein, ja, in Bezug auf die situationgebundenen Angelegenheiten und rechtschaffene Lebensführung und Gottes Ehrfurcht. Ja. Manche im Namen des Islam auftretende Islamwissenschaftler sind dafür bekannt, nichts zu beten, sind dafür bekannt, nichts zu fasten und werfen irgendwelche idiotischen Sachen in die Diskussion, werden gesellschaftspolitisch, medial darin unterstützt. Und wir befassen uns damit. Ja. Wir können als einfache Muslime sagen, Alhamdulillah, wir halten uns an das, was unsere rechtschaffenen Vorfahren uns überliefert haben. Und wenn wir etwas mehr verstehen wollen, dann muss man aber auch ein Grundlagenstudium für sein Leben in seinem Leben einplanen. Ja, dann geht man Arabisch lernen, das ist eineinhalb Jahre, ja, bis zweieinhalb Jahre und dann ja, baut man sich ein Grundlagenstudium auf, innerhalb einer Institution, innerhalb von vertrauenswürdigen Gelehrten. Und dann fängt man vielleicht 5 Jahre später an, geehrte Geschwister, einige Dinge in Grundzügen zu verstehen. Ja? Und dann lässt man sich aber auch nicht mehr ins Schwanken bringen. Lass uns Allah Ta'ala bitten. Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. O Allah, bitte schütze unseren Iman vor den Zweifeln, von unserer Unbeständigkeit und vor unseren Sünden, O Allah. Und vor den Zweifelerweckenden, O Allah. O Allah, bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad von dir beten hat und schenke uns Zuflucht, vor allem, wo auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad wa ala alihi. واصحابه أجمعين